Okay. Nur damit kann man doch leben, würde ich sagen, ja. Ich würde sagen, wir speichern das erstmal als erste Runde. Den Namen bekommst du dann ganz am Ende, wenn du wissen, was es ist. Und jetzt würde ich sagen, spielen wir erstmal eine Runde. Wie gesagt, ich möchte das gerne so ein bisschen beides miteinander verknüpfen. Ich möchte gerne mit euch ein bisschen spielen, den Shop erkunden und so weiter und so fort. Aber natürlich auch das Level bauen. Also beziehungsweise unsere Level bauen. Guck mal, den habe ich noch nicht, aber der kostet. Das wäre ein bisschen viel. Gibt's schon coole Sachen hier. Okay, der ist cute. Aber der hat sich jetzt auch nicht mehr aktualisiert, der Shop. Und dementsprechend starten wir als. Nein, wir brauchen ein neues Outfit, weil damit haben wir ja letztes Mal aufgehört. Das ist ja Quatsch. Warte mal, erstmal möchte ich mir sowas aus. Ich möchte wissen, was ich für ein Outfit habe, ja? Komm, wir nehmen mal so eine Palme. Wie heißt die? Tropical Tree. Besitze ich noch nicht, verdammt. Ja, ist egal, sind wir halt ein halber Tropical Tree. Und wir nehmen natürlich auch dann tropische Beine hier. So, machen wir so. Wir sind ein Baum etwas. Was spielen wir denn? Ja, Solo würde ich sagen, einfach ganz easy, ne? Nee, so die möchte ich nicht. Survival of the fittest. Think you can survive multiple rounds of hard as. Ja, ich möchte aber erstmal eine normale Spur spielen, bitte. Einfach eine ganz normale Runde Fall Guys. Ganz entspannt. Dann passt das, denke ich, schon. Ganz gut. Ich bin auch mal gespannt, wenn wir dann diese Kurse alle dann bauen. Also ich würde jetzt schon sagen, dass das, was wir da heute gemacht haben, Teil des ersten Kurses von uns ist. Ruhig. Und ich bin mal gespannt, was wir dann noch alles so Schönes gezaubert bekommen. Aber ich bin mir sicher, das wird ganz witzig werden, ja? Okay, let's go. Rennen wir mal zur Ziellinie. Ja, ist gut. So. Da. Als ob er genau das Richtige getroffen hat, direkt. Was ist denn das für ein. Verdammt! Ja, ich bin dann draußen, ne? Ich bin dann mal draußen. Oder halt auch nicht. Ne, ich bin nicht draußen. Ich schaff das noch.
Auf der Ziel nie ausgeschieden. Ja, gut, okay. Türenlauf ist halt so ein bisschen Glücksspiel. Das ist halt leider einfach so, das muss man einfach so sagen. Ich möchte bitte die Show verlassen. Hallo. Ich möchte nicht zugucken. Warum muss ich zugucken? Darf ich jetzt bitte verlassen? Dankeschön. Auch wenn ich nicht ganz verstehe, warum nur noch 40 Leute mitnehmen. Ich dachte mal, das wären irgendwie mehr. War nicht so die beste Runde, ne? Vielleicht bauen wir doch einfach stumpf weiter an der Map. Nein, natürlich nicht. Wir wollen natürlich hier noch ein bisschen ausspielen, ne? Die ganze Zeit nur an der Map bauen wäre auch ein bisschen langweilig, finde ich. Auch wenn ich mir noch so ein paar Sachen ganz gut vorstellen kann, die ich da auch mit einbaue in das Level. So langsam komme ich ja dann auch auf Ideen, die man noch umsetzen kann. Aber warum jetzt nur noch 32 da immer mitmachen, das finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber das ist okay. Sind die Runden dadurch dann irgendwie ein bisschen kürzer gehalten? Weil ich meine, das waren mal, waren es nicht am Anfang 60? Also fast doppelt so viel? Ich bin mir nicht sicher. Aber es waren mal mehr als 40. Beziehungsweise 32, warum auch immer es nur 32 sind. Ja, ist gut. Ich bin echt schlecht geworden. Ich war mal echt richtig gut in diesem Spiel. Schon lange nicht mehr Vollgas gespielt. Daran liegt das bestimmt auch. Wo kommen denn die ganzen Bälle auf einmal her? Der erste ist schon im Ziel, ja. Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Monsieur Le Einhorn, Dankeschön. Gut, der Frosch ist gerade so dann schon wieder ausgeschieden. Ich bin aber auch jetzt nicht mehr gut gerade. Ich muss jetzt wieder reinkommen, glaube ich. Mann, Mann, Mann. Zwei Runden, zweimal verloren. Ich bin noch nicht im Spiel. Wenn wir. Ja, das fände ich eigentlich eine ganz coole Idee. Dann haben wir so ein paar. Doch, 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 wir machen das ruhig so. Also, ich fände das als Projektidee eigentlich ganz cool. So langsam, peu à peu Maps bauen, bis man damit zufrieden ist. Und dann ab und zu mal so ein paar Runden zwischendurch spielen. Finde ich eigentlich ganz cool, ja. Doch, finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. Auch wenn ich natürlich jetzt ein bisschen schnell rausfliege immer. Was natürlich letzten Endes nicht so vorteilhaft ist, aber ich finde die Idee von dem Projekt eigentlich ganz cool. Lass uns das mal probieren und durchziehen auch. Dann bauen wir jetzt so drei oder vier, vielleicht auch fünf Races. Weil ich denke, mit dem Editor kann man doch relativ viel machen. Man kann auch relativ viel umsetzen. Und dann können wir ganz entspannt das Projekt starten. Hey Lucy! Na, alles gut bei dir?
Ja, das machen wir so. Ich denke mal, that's the way to go. Beziehungsweise, das ist der Weg, den ich mit euch gehen werde. Und das heißt wiederum, ich werde das auch alles dann auf YouTube hochladen. Weil das ist dann ja mit einem Ziel sozusagen verbunden. Wieder alles gut. Das freut mich zu lesen, Lucy. Das freut mich zu lesen. Bei mir ist auch alles gut soweit. Ich bin hier gerade ein bisschen am. Ich habe gerade ein bisschen getestet. Weil ich ja in dem We Were Here Stream mit Muffin, beziehungsweise am Ende dann die Idee hatte für ein Fall Guys Projekt und habe jetzt gedacht, bevor wir heute mit Lil. Ach, jetzt habe ich den Hammer vergessen. Ist egal. Bin ich schon wieder draußen? Das war knapp. Und ich habe gedacht, ich teste das jetzt einfach mal so ein bisschen aus und weil bis Little Nightmares, wenn es noch so hell draußen ist, macht nicht so viel Sinn, denke ich. Naja, da bin ich ja gut, okay, wer trinken kann, muss auch arbeiten können, ne? Also, da ist meine Einstellung ja ein bisschen anders zu. Ich kenne das Spiel nicht mehr. Ach, alles mal so gute Voraussetzungen, die ich habe. Ach, das war, du musst in dem. Hallo, mach mal das Ding auf! Was soll denn? Nein, mach das Ding nicht auf! Was soll denn der Mist, ey? Das ist unfair, ich kenne das Spiel nicht. Also nicht gut. Ich habe das schon mal gespielt, das weiß ich aber. Naja, egal, Round over. Bin halt aber leider in der Heimat. Ja gut, dann darfst du dich ja noch umso weniger beschweren. Jetzt bin ich nicht rausgegangen, ne? Dann gehen wir jetzt raus. Nee, aber eigentlich ganz cool. Bin aber in der Heimat. Ja, das ist natürlich fürs Mitspielen ein bisschen doof. Aber passt ja. Ja, ist halt normal, wenn man zu viel trinkt, das geht halt auf den Magen. Das braucht man, glaube ich, nicht leugnen. Das ist halt einfach so. Aber weiß nicht, ich habe witzigerweise genau gestern Katerfrühstück gehabt. Obwohl ich keinen Kater hatte. Das heißt Katerfrühstück. Also, das heißt. Wie sage ich das jetzt, ohne Werbung zu machen? Ich habe mir halt Brötchen mit Fisch gemacht und um jetzt natürlich keine Werbung, aber der Fisch, der war der hieß halt Katerfrühstück. Ist lecker. Esse ich manchmal ganz gerne. Ja, ich wollte auch nur erzählen, dass ich das gegessen habe. Ich bin nicht runtergefallen und bin viel langsamer als in dieser Springe auch runter. Oh, ich kenne die ganzen Tricks nicht mehr, ne? Boah, wo ist nur die Zeit hin, in der ich gesuchtet habe? Ich kannte doch die ganzen. Oh, falsche Seite, falsche Seite, falsche Seite von der Rolle. Richtige Seite von der Rolle, aber ich gehe auf die falsche. Ja, gut.
Hoffentlich geschmeckt, ja, ich mag das sehr gerne. Ich kaufe mir das ab und zu, weil ich es lecker finde. Dementsprechend, ja, es hat geschmeckt. Lucy, waren das 60 oder waren das 50 bei Fall Guys am Ende, ganz am Anfang des Spiels? Weil ich finde es irgendwie so komisch, dass das nur 32 sind. Und denke mir so, 32 ist irgendwie komisch. Das ist so eine komische Zahl für Fall Guys. Das waren doch mal viel mehr, oder irre ich mich jetzt und habe das einfach komplett falsch im Kopf? Der Moment, wenn man mit Halbwissen auch nicht mehr weiterkommt, ne? In the Groove. Vom Fall Guys Team. Okay. Gut, dass ich das auch noch nicht kenne. Weiß ich nicht, aber das waren doch mehr als 32. Du kannst mir nicht erzählen, dass das 32 waren. Nee, ich glaube, wenn, dann waren es 60, um ehrlich zu sein, weil das war ja ein Raster von 10 mal irgendwas. Aber das war nicht am. Es waren auch mehr als 40. Also wenn, dann waren es, glaube ich, 60, aber irgendwie. Was ist das denn für ein komischer Start? Ist ja mal richtig nervig. Oh. Boah, das ist so nervig, wenn man die Maps nicht kennt, ne? Und alle anderen die Maps halt können. Wo soll ich denn wissen, wo es hier lang geht, Mann? Ja, bin ausgeschieden, safe, aber da kann ich ja nichts für. Oh. Ja, wenn ich hier nicht ausschalte, dann weiß ich es auch nicht, aber. Ja, ist doch gut. Jo, alles klar. Danke, Spiel. Dann war es 60, ja, dann war es 60. Ah, ich weiß nicht. Ich finde das immer so. Gut, okay, die Custom Maps vom Team werden wahrscheinlich öfter vorkommen, aber. Ja, das war schon Verarsche. Aber ich war auch schlecht in der Runde, also war alles okay. Ich muss mal mein Gesicht ändern. Ich glaube, das liegt an dem Gesicht. So. Gleich viel schöner, ja? Ja, ich würde sagen, wir machen noch zwei Runden und dann bauen wir mal ein bisschen weiter bei der Map, die wir heute angefangen haben. Unsere Testmap, die irgendwie vielleicht doch keine Testmap ist. Vielleicht ist das auch wirklich schon unsere erste. Feierabend! Einen wunderschönen guten Abend, dir, Watli. Den hast du dir sicherlich richtig verdient. 6.700 imperiale Credits hast du dir bereits verdient. Und schon über 650 Stunden hier verbracht. Du gehst steil auf die 700 zu. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür. Dankeschön. Und ja, ich würde sagen, der Test ist auf jeden Fall bestanden. Das wird wieder Projekt werden. In der Hoffnung, dass man irgendwann noch mal bessere Runden sieht als das, was ich heute abliefer. Ja, das ist auch gut so, denn ich möchte ja eigentlich mit euch Little Nightmares heute durchspielen. Zwei. Und wir wollen auch dann gleich, jetzt hier wird es nämlich auch schon dunkel, gleich das Spiel wechseln, ganz in Ruhe. Und ich dachte jetzt aber, zur Eröffnung kann ich das doch eigentlich. Huch, was ist jetzt los? Achso, ja, das ist hier dieses Ding. Dachte ich, kann ich das ganz, ganz entspannt und ganz cool eigentlich machen. Natürlich triffst du mich genau. Er sollte trotzdem reichen.
Lass mich durch! Nein! Danke für den freien Weg, Leute, aber ich falle trotzdem runter und bin deswegen bestimmt nicht qualifiziert, weil ich jetzt da drüber gesprungen bin! Also Leute, ich bin ehrlich, ich hätte es nicht verdient, qualifiziert zu werden, ne? Ich bin noch qualifiziert worden. Verdient hätte ich es nicht, aber ich bin's noch. Oh Gott! Aber dafür ist Fall Guys eigentlich sowieso bekannt, ne? So kleine Fehler werden halt auch direkt bestraft. Oh Gott, Telltag. Das Spiel ist nicht gut gesonnen zu mir. Und für alle, die sich wundert, ja, ich spiele Fall Guys auf Englisch, weil ich Fall Guys auf Englisch einfach auch schöner finde, ne? Die Kamerafahrten werden, glaube ich, bei den Custom-Tracks auch nicht funktionieren, ne? Also stellt euch drauf ein, Leute, das wird sehr lustig. Weil meine werden natürlich wieder nicht einfach sein, wie immer. Wie alles, was ich tue. Ich habe doch schon mal einen Tail. Ich hab doch einen. Geh doch weg. Geh weg. Hi. Da kommen welche. Danke, Mr. Hammer. Oh, danke, Mr. Hammer. Nein. 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 Danke. Nein. Nein! Du willst mich verarschen. Ho, haha. Nein! Warum hat er den gekriegt? Nein, nein, nein. Dober Fehler von mir. Ja, es war ein dober Fehler von mir. Gib's zu. Haha. Geh weg. So wieder ein männlicher Schrei. Ich weiß nie, was du meinst. Pipe Dream. Auch ein Spiel, was ich damals eigentlich relativ gut konnte, als ich das Spiel noch aktiv gespielt habe. Aber damals habe ich es halt noch aktiv gespielt, jetzt leider nicht mehr. Okay, das ist eine Version, die kenne ich auch noch nicht. Jo. Mal gucken, ne? Let's go. Ach doch, das ist diese Version. Doch, die kenne ich doch. Die Ventilatoren kannte ich doch schon. Wo bringst du mich hin? Oh, nö. Nicht zu den Orangen. Und den Hämmern. Achso, natürlich, weil es dann noch nicht schwer genug ist. Ho, ho! Ich wollte gerade sagen, das wechselt doch jetzt, ne? Dann brauche ich ja nicht laufen.
Ich einfach nur mal sicher. Nehme dieses Ding und qualifiziere mich. Wie ist er denn da hingekommen? Hey, cooler Boy. Von der Arme. So, noch 9 Leute sind dabei. Ich finde es, by the way, so schade, dass Kronen in diesem Spiel nichts mehr wert sind, ne? Also beziehungsweise nicht mehr viel wert sind. Die wurden ja damals komplett entwertet. Hexaring! Final Round. Okay. Das Finale kenne ich. In dem Finale war ich aber immer schlecht. Ich hoffe einfach, dass die anderen schlechter sind. Das Lilane ist das schon tot? Ja, ne? Ich glaub schon, ne? Ich find's gleich raus, wenn ich so weitermache. Oh! Ja, das Lilane ist der Tod, okay. Auf der rechten Seite war relativ viel Lilane ab der einen Stelle, deswegen glaube ich mal auf der linken Seite lieber. Weil ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, war das ja eine große Rolle, ne? Das ist dieses ganze. Natürlich springe ich genau durch das Loch. Tja, ich habe jetzt auch keine Lust mehr zuzugucken, denn das machen wir natürlich nicht. Oh, aber richtig cool. Okay, gut. Das war doch schon mal eine etwas schönere Runde. Mit der ich auf jeden Fall gut leben kann. Guck mal, wir bekommen noch ein paar Kudos. Und hatten wenigstens eine richtig gute Runde. Ich würde sagen, wir bauen jetzt noch ein bisschen erstmal. Ach so, jetzt habe ich Create New gemacht, ne? Das wollte ich doch gar nicht. Nee, möchte ich nicht. Ich möchte laden, bitte. Ja, genau das hier.